echt wow. Es ist einfach schön. Es ist einfach super. Also wenn man glaubt, Tübingen ist eine fahrradfreundliche Stadt, dann irrt man sich. Ja, da stehe ich plötzlich vor so einem Zäunchen. Nervt mich nur ab, die App. Aber mal sehen, wo das so hinführt heute. Ja, mir ist was Gutes eingefallen gerade. Ich glaube, ich werde die Tour nicht Neckartour, sondern Meckartour nennen. So viel, wie ich heute gemeckert habe. Ja, ich bin in Tübingen und ja, wo ich schon mal hier in der Gegend bin, fahre ich mal meine alte Heimat hoch am Neckar und das immer schön am Neckar entlang. So, jetzt muss ich erstmal zu Saturn mir noch eine SD-Karte kaufen. Erstmal unter dem Bahnhof durch, unter Führung. Ja, kaum aus dem Bahnhof und schon geht's hier los am Neckar entlang. Ja, ich freue mich wieder auf Tour zu sein. Diesmal mit weniger Gepäck. Oh, da habe ich mich gleich erstmal ein bisschen verfahren. Jetzt muss ich hier irgendwie Fußgängerserpentinen hoch runterfahren. Oh, mit einer Hand bremsen, lenken. So, ich muss auf die andere Straßenseite. Hier ist eine Baustelle. Ich weiß nicht, wie lang die noch geht. Ich muss hier ganz außen rum fahren. Also wenn man glaubt, Tübingen ist eine fahrradfreundliche Stadt, dann irrt man sich. So, Speicherkarte ist besorgt und jetzt geht's los in Richtung Horpen, Neckar. Jetzt geht's los, endlich. Und das schön im Schatten erstmal. Eine riesige Kletterwand da an der Hauswand. So, wo geht's lang? Hier rechts. Okay, an den Bahngleisen entlang. Ach, schön. Ja, gestern bin ich auch ein bisschen gefahren, aber zwei Tage Ruhe gehabt. Und ich merke schon kräftig in den Beinen, diese lange Tour über 10 Tage. Und aber wenn ich so auf dem Rad sitze, völlig beschwerdefrei. Ach, ist wieder herrlich zu fahren. Obwohl es heute nur 35 Kilometer sind. Ist wieder eine Umleitung. Trotzdem fahren sie geradeaus. Also will ich es auch machen. Ja, so nach ein paar wenigen Minuten bin ich hier schon in Kirchberg, ein Stadtteil von Tübingen. Ja, mal so an der Landstraße entlang. Mal sehen, es wird auf jeden Fall schöner noch. Ja, ich habe mal die Strecke heute mit Komoot geplant. Das heißt, Komoot hat mir eine Strecke vorgeschlagen. Und ich muss sagen, ich bin echt nicht zufrieden. Ich sehe in der App nicht mal, wo hier die Radwege laufen. Das habe ich in meiner anderen App, sehe ich das ganz eindeutig. Ja, da stehe ich plötzlich vor so einem Zäunchen. Ja, ich bin echt genervt von Komoot, ehrlich. Nervt mich nur ab, die App. So, jetzt fahre ich unter den Bahngleisen mal lang und da muss der Neckar sein.
falsche Richtung. Es ist übel, übel, übel. Umdrehen. Die App sagt auch rechts rum. Mal sehen, wo das noch hinführt heute. Ich bin ja auf dem richtigen Weg nach Rottenburg. Ich verstehe nicht, warum das mir Komoot nicht vorgeschlagen hat. Gut, jetzt geht's weiter über den Neckar auf die andere Seite. Und dann nach Rottenburg. Ah, diesmal mit Rampe, nicht wie in Würzburg mit Treppe. Ja, ich habe gerade hinter dem Wehr ein älteres Paar getroffen. Die meinten, ja, da geht es zwar nach Rottenburg, aber der Weg sei nicht sehr schön. Und das wird jetzt irgendwie ein Schnellradweg gebaut zwischen Tübingen und Rottenburg, so dass hier nicht mehr viel passiert erstmal. Und hat mir diesen Weg empfohlen, direkt am Neckar entlang. Ja, das ist hier der 4-Sterne-Neckar-Radweg, würde ich mal sagen. Ja, aber schön ist das hier. Und das Wasser ist auch klarer als die Alster. Da hinten ist auch ein Radweg. Warum bin ich da nicht weitergefahren? Ja, und schon die nächste Sackgasse am Neckar, an dem wunderbaren Neckar-Radwanderweg. Und ich bin noch nicht mal, ich weiß nicht, keine 10 Kilometer gefahren. Ich will nur nach Rottenburg. Das ist eine Verbindung, ist mit dem Auto in 5 Minuten. Hängen in der Landschaft fest. Ja, mache ich. Ja, ich habe wieder vom Feldweg runtergefunden und bin jetzt endlich an der Landstraße entlang. Ein super Radweg in Kiebingen. Wie gesagt, hier in Kiebingen ist man mit dem Auto von Tübingen 5 Minuten. Und ich bin jetzt, glaube ich, schon eine Stunde unterwegs hier. Ich wäre fast übersehen worden beim Abbiegen. Ich musste eine Vollbremse machen. Ich wäre voll reingefahren oder der hätte mich über den Haufen gebügelt. Jetzt fahre ich hier mit 30 durch die Ortschaft. Oh, hey, hey, hey. So, ich bin endlich in Rottenburg. Hätte mich fast wieder verfahren, weil da gab es Schilder, überall Radwege, ja, aber keine Bezeichnung, was für Radwege das sind, sondern einfach nur ja, Radweg. Und es gibt nicht den Neckar-Radweg. Ich finde ihn nicht. Keine Ahnung. Ich fahre weiter, mal sehen, wie es hier ergibt. Ach so, vorhin meinte die Frau noch, ja, da wurde ein neuer Radweg gebaut bei Staatsach, Bieringen, keine Ahnung. Und der sei falsch ausgeschildert. Also man darf da dem Schild nicht folgen. Aber welches Schild? Welches Schild wird das sein? Das sei irgendwie hinter einem Baum versteckt. Na, ich versuche das Beste drauf zu machen und versuche nicht immer hier nur rumzumeckern. Das bin ja auch nichts. Okay, dann mal weiter. Immerhin ist hier schön der Neckar. Ach, keine Räder erlaubt. Also der Mercedes, der mir gerade entgegenkam, ist ungefähr 10 cm an mir vorbei. 10 cm höchstens. So, jetzt kommen wir wieder am Neckar entlang. Auf der anderen Seite. Ja, mir ist was Gutes eingefallen gerade. Ich glaube, ich werde die Tour nicht Neckar-Tour, sondern Meckar-Tour nennen. So viel, wie ich heute gemeckert habe. Aber jetzt wird es schön. Jetzt ist ein bisschen oberhalb vom Neckar. Hier in so einer Bahnstrecke entlang. Ha, ruhig, keine Autos. Und es geht aber gleich wieder runter in den Fluss. Hier ist ein Steinbruch. I wanted to escape for a while. Thought that a couple of drinks could ease my mind. I've been thinking of you for 2 weeks straight. I know that I need to get myself back in the game. Someone said your name had a turn around. Suddenly you're there standing in the crowd. Everything comes back in the blink of an eye. It's like you're mine. You're still mine. They skip the small talk, 'cause you know me better than I know myself or my space.
Ja, hier wird es wieder richtig schön. Ich bin jetzt in Bad Niederau. Da unten ist so ein kleiner Bahnhof. Ich glaube, man sieht es nicht über die Kamera. Und jetzt geht es hier schön ruhigen Waldweg entlang. Hauptbahn ausgeschildert, 20,6 Kilometer. Ja, wunderbar. Das schöne Neckartal. Jetzt komme ich in meine alte Heimat wieder zurück. Die Strecke bin ich früher schon mal gefahren, vor 20 Jahren. Das heißt, ich weiß nicht, ob es diesen Weg schon gab. Ich glaube, es ist 30 Jahre her. Ja. Ui. Ja, jetzt geht es auf der anderen Neckarseite weiter. Ja, da ist Tübingen in die Richtung. Ich fahre jetzt Richtung Horb. Auf dieser Seite. Ja, hier sind auch wieder einige Radfahrer unterwegs. Radfahrerinnen natürlich auch. Kinder. Weil es einfach hier wieder schön ist. Hier macht Spaß. Hoffentlich bleibt es so. Ja, der stand hier gerade noch und verhofft fährt der einfach los. Ich wollte gerade überholen. Ah, muss ich mal dran vorbei. Luft anhalten. Hier steht schon der nächste. Da werde ich kurz mal Platz nehmen. Ich mache hier eine kurze Pause und gönne mir mal einen Mezzomix. Ein bisschen Zucker. Ja, gleich geht's nach Horb. Ich denke mal, in einer Dreiviertelstunde bin ich dann da. Ja, das scheint der neue Radweg zu sein hier. Da habe ich ja Glück gehabt. Also ich habe jetzt keine Probleme mit Ausschilderung gehabt. Gut, da war an der Straße nichts ausgeschildert, aber die Richtung ist ja klar. Und jetzt ging es nach 200 Metern an der Straße dann doch hier ab auf diesen wunderbaren Radweg. Ja, so soll es sein. Ja, hier fängt auch der Golfplatz von Sulza auch schon an. Ja, Loch 3. Loch 4. Ja, da in dem Haus, Obergeschoss, habe ich mal gewohnt. Ja, hier ist Horb ausgeschildert, 13,8. Ich glaube, das ist der neue Radweg. Ja, cool. Gefunden. Ich wäre fast nach Bieringen hochgefahren. Ist doch richtig ausgeschildert. Ist das nicht schön? Golfplatz und hier geht's hoch. Dass sie jetzt den neuen Radweg hier gebaut haben, weil vorher ging das hier an der engen Straße entlang. Das war teils so eng, dass die Autos nicht aneinander vorbeikamen. Und dann auch mit dem Rad dran vorbei. Das war echt kriminell. Wahrscheinlich ist doch hier einiges passiert. Ja, man kann auch so keinen Neckarradweg auszeichnen, wenn er nicht halbwegs sicher ist. Skip the
echt wow. Wow, wow, wow. Ja, der Radweg ist gar nicht mal so kurz. Geht hier schon über einige Kilometer. Und wie ich gehört habe, ist der echt gerade vor ein paar Wochen fertiggestellt worden. Also wir haben jetzt, ich glaube den 11. August, 10. August haben wir heute. Genau. 2020 natürlich. Dem Corona-Jahr. Oh, führen wir direkt an der Bahnstrecke entlang. Also da geht es nach Tübingen. Andere Richtung ist Horb. Bahnhof ist denn das hier? Ah ja. Da hinten die Neckartalbrücke, die A81. Kommen wir noch unten durch. Absteigen, Sturzgefahr. Ich glaube, das ist die Ajach, nicht der Neckar. Kommt nämlich aus dem Seitental. Neckartal ist da hinten. Das war 7,8 Kilometer bis Horb. Bei nächster Möglichkeit rechts halten, danach links halten. Ja, hier die mächtige Neckartalbrücke. Ja, das ist die Neckartalbrücke, die Autobahn A81. Da geht's nach Stuttgart. Da nach Singen am Bodensee. Ich glaube, baukonstruktiv haben die da einige Probleme mit Instandhaltung. Es war schon von Anfang an nicht ganz ohne. So, das ist hier der letzte Ort vor Horb, der natürlich auch eingemeindet ist. Horb besteht ja aus, ich weiß nicht, 20, 30 kleinen Dörfchen, abgesehen von der Stadt Horb, große Kreisstadt Horb nennt sich es ja. Okay, langsam, Schrittgeschwindigkeit, nicht ganz gegeben. Staler Mühle, hier ist es ja wunderschön. Ah, hier wird es angenehm kühl. Also ich muss sagen, von Herrenberg das Stück bis Horb hier traumhaft. Ich meine, es ist meine Heimat, ich kenne es. Ich wohne jetzt ewig lang in Hamburg und trotzdem empfinde ich das hier als sehr schön. Es ist einfach schön. Es ist einfach so. Wo geht's genau lang? So 1,2 Kilometer bis zum Bahnhof nach Horb. E-Bike-Ladestation gibt es hier. Hier am Neckar, schon kleiner als in Tübingen. Ach, hier ist das Schwimmbad. Hier habe ich schwimmen gelernt, oder? So, bin jetzt definitiv in Horb angekommen. Jetzt geht es hier nochmal unter einer Eisenbahnbrücke durch. Ui. Fahr direkt auf die Stiftskirche zu, das heißt, hier kommt erstmal die Neckarbrücke. Schott hat die Schotten dicht. Jetzt fahr ich doch mal auf den Schulhof. Ja, hier ist Baustelle. Da in der Mitte war mein Klassenzimmer. Mittlere Etage, mittleres Zimmer.
dann hier rechts kann ich mit dem Rad aber nicht hoch. Mist, wir müssen mal Anlauf nehmen. Ist doch steiler als ich dachte. Da meine Grundschule. Das ist doch ganz schön steil hier. Ich weiß noch, wie ich 15 war, hier hochgefahren bin. Und dachte, oh, in 3 Jahren kann ich hier endlich im Auto hochfahren, habe ich einen Führerschein. Und jetzt fahre ich in 30 Jahre später hier mit dem E-Bike hoch. Alles zugewachsen. Wo mein Zimmer da hinten ist. Nach einer Erfrischung hier in der Ilinger Straße in einem Café mache ich mich zurück zum Bahnhof, um mit dem Zug wieder zurückzufahren. Ich weiß nicht, was mit der GoPro los ist. Offensichtlich hat sie nur irgendwelche Einzelaufnahmen gemacht. Auf jeden Fall will ich noch bei Kaufland schnell ein paar Maultaschen besorgen, weil der Laden in der Innenstadt nicht mehr existiert. Und da passiert mir völlig Dämliches. Ich lasse meine GoPro liegen. Ich begebe mich zum Bahnsteig, bin schon fast in den Zug eingestiegen. Da fällt mir das erst auf, also wieder zurück. Während die GoPro da so lag auf der Taschenablage, hat sie lustig weiterhin aufgenommen, obwohl die Aufnahme überhaupt nicht geplant war. Ah, oh, das ist gut, ne? Bitte? Gut. Ja, offensichtlich waren die Kunden von der Auslage in der Fleischtheke so abgelenkt, dass sie die GoPro da nicht liegen sehen haben. Gott sei Dank, nach 25 Minuten liegt sie immer noch da und war richtig heiß geworden. Natürlich habe ich den Zug und auch den nachfolgenden Zug verpasst. Habe mich dafür ein bisschen wieder erfrischen müssen und dann geht's weiter. Every time that you walk through the door, I'm hit by the same.